Jetzt muss ich das Schild hier davor setzen. Okay. Zweimal Trog. Okay. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ja, ein bisschen wie grüne. Okay. Oh, hier ist ja gar nicht zu. Oh, null. Okay. Dann machen wir das so. Und das so, meiner Meinung nach. Und setzen hier erstmal die zwei Trogdinger ein. Das ist aber eng hier. Na egal, klein, aber fein. Ich habe übrigens noch eine Bienenkönigin gefunden. Ich habe das gleich noch reingemacht. Aber ich glaube, wir sollten echt jeden Tag nach Bienenkönigin gucken. Vor allem am Anfang sind die halt so goldeffizient. Also ich meine, wir können dann gern später auch dieses 5000er Ding kaufen, um uns Zeug zu kaufen. Aber ich glaube, ich finde es am Anfang zu langweilig, einfach nur das 5000er Ding zu rushen. Weißt du, was ich meine? Weil dann, ja, du kannst ja halt alles kaufen damit so. Ich finde, das muss teurer sein. 5000 ist jetzt nicht so viel. Und du kannst es einfach rushen so und du kannst ja damit halt alles kaufen in der Theorie. Aber das finde ich irgendwie ein bisschen lame, tatsächlich. Kann sein, dass du überhaupt vergessen hast, Holz aufzuheben? Oder war ich das? Alter, überall? Nee. So viele Bäume habe ich gar nicht abgebaut. Ja, ich habe nur einen einzigen Baum abgebaut. Hey, lul. War das echt ich? Lul. Oh, okay. Ja, toll, jetzt habe ich ein Scheunenschild bekommen. Ein Scheunenschild. Ja. Habe ich auch schon eins. Du hast deinen Hund Kai genannt. Will, hast du keinen Futternapf? Nein. Wie nein? Nein. Das ist schlecht. Ich hole einen. Hol mal zwei, die kosten ja nicht so viel. Oh, das ist gut. Ich habe aber schon auf. Was ist das? Eine Fliege. Die ist so schwarz, ne? Ja, habe ich auch schon gedacht. Nee, ich habe die da gelassen. Ich habe nichts gesammelt außer Bienen. Tatsächlich finde ich, es spawnt echt mehr, wenn man das nicht wegmacht. Ich meine, hier sind so viele Schmetterlinge und alles. Also ich mich frage, ob die sich tatsächlich fortbewegen oder ob die immer an einer Stelle verweilen. Ich glaube nämlich, die verweilen immer an einer Stelle. Ich sammle auch immer die Eicheln. Tatsächlich bringt das gar nicht so wenig, weil die spawnen halt echt gut. Am Anfang haben wir gedacht, okay, wir heben die auf, weil wir wussten nicht, ob wir die brauchen, aber da wir wissen, wir brauchen die halt echt nicht, ist das echt sinnvoll. So, warte kurz, ich habe einiges über den Fahrgelassenschein gehört. Klingt so, als ob alles in Ordnung wäre. Ich habe Kühe bekommen. Viel Glück. Okay, sie suchen nach Baumeistern. Einmal die Woche kann man anfragen. Da braucht jemand Hilfe. Okay. Er hat gesagt, halt einmal die Woche kommen halt Anfragen, dass die Hilfe brauchen wegen Häuser bauen und so. Das haben wir ja schon mal mitbekommen, quasi mit dem, dass du so ein Schild bekommst und dann quasi da was draußen machen musst. So. Ich habe halt leider immer noch Farm ein Schreiben, das dich und deine Farm registriert. Besser schnell zum Bürgermeister damit. Ja gut. Farmerlizenz. Die Lizenz für deine Farm. Dein wahrlich größter Schatz. Bürgermeister, bitte. Gib mir jetzt, also nimm jetzt die Farmerlizenz. Der trollt mich. Also entweder spiele ich jedes Mal eine Mission falsch und man kann die anders spielen. Oder
Der träumt mich. Ja, aber dann freue ich mich das Gleiche. Oh, ist das dein Farbenregistrierungsschreiben? Sehr schön. Cool. Jetzt? Jo. Wann musst du denn etwas abgeben, bevor ich den abgeben kann? Hä? Ich habe das Spiel verpackt. Ich kann die Mission mit den Kühen nochmal machen. Lol. Ja, du musst mal versuchen, das auch nochmal bei dem abzugeben. Du musst quasi, glaube ich, mit dem nochmal reden, wenn du es in der Hand hast. Segeltisch. Oh, die gibt mir das. Oh mein Gott. Die gibt einem das alles. Man muss das nicht kaufen. Oh mein Gott. Scheiße, die gibt einem die Heuballen und die Nägel. Jetzt habe ich das nochmal gekauft. Okay, ich vergesse das jedes Mal. Hä, aber theoretisch. Hat der Maximilian mir das nochmal gegeben, aber irgendwie geht es trotzdem nicht. Warte, einmal Moment, Vergleich der Erlaubnis, mehr Bäume. Kann es das sein, dass das je nach Klasse ist, die man spielt, dass man da andere Tiere bekommt oder so? Ich weiß es nicht. Ich spiele die erste. Also Mensch oder? Nee, die ganz linke. Es gibt ja das erste, Achso, also die mit Kate den oder so. Katzen. Ja, dann gibt es Elfen und Menschen. Und ich spiele das erste, also keine Ahnung. Ja, das sind diese Katzenmenschen. Lustigerweise habe ich einfach 50 Holzblöcke nochmal bekommen. Also das finde ich jetzt nicht schlecht. Aber das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich die Hühner bekommen, die man da angeblich noch bekommen kann. Okay, du hast denen Futter gegeben. Das ist sehr, sehr gut. Ja, ich habe beide Futter gegeben. Hast du auch noch einen Futternapf hingestellt? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, okay, einmal Futter ist nämlich schon wieder leer. Okay. Und morgen ist dann wohl noch genug. Ich würde sagen, wir suchen dann morgen nochmal effektiv nach Bienen quasi. Überall auf der ganzen Welt. Und soweit baue ich heute erstmal noch die Scheune jetzt größer, weil ich habe ja jetzt quasi nochmal das Zeug dafür bekommen. Das hier baue ich mal ab. Finde ich komisch. Mit dem Zaun. Er baut in den Zaun um eine Scheune. Verstehe ich nicht. Komm her. Zaun, 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 Zaun. Können wir den anderweitig verwenden? Huch. Setz dich denn jetzt drauf. Steh auf. Ah! Hallo? Null. Setz dich immer auf so ein Ding drauf. What the fuck? Okay. Okay, inwiefern kann man die Scheune vergrößern? Das Ding, ich habe 50 Blöcke. Ich muss halt gucken, dass ich das nicht zu weit mache. Das Schnitzding musst du eventuell kaufen. Ja, wie gesagt, es gibt nicht alles. Versuch einfach nur das zu kaufen, quasi, was es gar nicht in der Stadt gibt, um Geld zu sparen, weißt du? So habe ich das gedacht. Man sieht echt wenig. Bist du gerade beim Haus? Nee, ne? Sonst hätten wir kurz den Tag quasi beenden können. Eine Werkbank. Ist das mit dem Schnitzen oder was? Okay. Wie gesagt, wirklich, wo ist das? Kaufen, was wir da brauchen. Boah, Alter, ich sehe hier gar nichts. Ich gehe kurz ins Haus. Nee, ich komme nicht mehr raus. Ah, ich bin blind. Oh.
Ganz schnell ins Haus. Yay. Oh, hier bist du ja. Wir gehen ins Bett. Hopp. Man sieht echt nichts. Ich gucke ins Bad, dann sieht man ein bisschen was. Ich fand das komisch, dass ich das jetzt zweimal abgeben konnte. Das war eigenartig. Hier, ich habe was für dich. Das Namensformular, dann kannst du den Hund umbenennen. Hier. Das kriegt man am Anfang. Also ich krieg das zumindest in der Hauptmission. So, ich baue kurz die Scheune um und dann würde ich nach Bienen suchen, tatsächlich. Kannst ja gern mitkommen, wenn du magst. Sunshine. Nicht. Finde ich gut. Ja, Sandschiene. Sandschiene. Cool. Das Haus noch ein bisschen bauen. Kombinator gibt es irgendwo, da musst du mal rumgucken. Wie von der Kamera her? Echt? Also mir überhaupt nicht. Voll das Dach voll falsch gebaut. Oh, schon wieder. Kombinator. Komm her. So. Ja, ich sage ja, es steht einiges rum, wo man sagt, was wirklich nicht sinnvoll ist, tatsächlich. Muss ich jetzt im Endeffekt auch sagen. Und wenn man das so nutzen kann, warum nicht, ne? What? Lol. Okay, gut, dass ich noch nicht eine gefunden habe. Ja, tut dir leid. Ja. Na, sorry. So, boah, genau auf Null habe ich es gemacht. Sehr gut. Also das hat ja perfekt geklappt. Was brauchst du denn? Das ist bei der Alisa im Haus. Soweit ich weiß. Hey, Snowball. Wem? Was? So, ich gehe jetzt auch auf Bienenjagd. Ich sammle jetzt quasi alle Bienen, Bienenkönigin und Eicheln ein, die ich finde.